Hallo und willkommen zum neuen Video, meine Freunde. Wer in letzter Zeit den Kanal so ein bisschen beobachtet hat, der hat schon gesehen, dass wir den ein oder anderen Kranzstabwurf jetzt mal getestet haben, in dem Fall die beiden hier. Einmal den GPX 350 und einmal den CHW 300. Wir haben jetzt gedacht, okay, jetzt habe ich die beiden da. Jetzt können wir sie auch einfach mal auseinandernehmen und wir gucken uns mal an, ob sie sich in irgendeiner Weise unterscheiden oder wie das Ganze zusammenhängt. Denn sie sehen vom Chassis her, was wir so sehen, relativ gleich aus. Also erstmal äußerlich. Was sehen wir? Im Prinzip sieht man ja jetzt schon so leicht, dass der GPX 350 hier ein kleines bisschen höher ist. Das liegt daran, dass wir hier unten einen Wasserflexkanal haben. Dadurch kommt der Subwoofer etwas höher. Und im CHW 300 haben wir das Ganze geschlossen. CHW 300 angegeben mit 300 Watt Nennleistung. GPX 350 mit 350 Watt Nennleistung an 4 Ohm mit der Single-Spule. Haben beide selbe Sicke, selbe Optik. Also der Basslautsprecher sieht genau gleich aus. Einziger Unterschied ist, dass wir beim geschlossenen jetzt hier ein Schutzgitter drüber haben mit so ein paar Innenbusschrauben oder Innensechskantschrauben, kann man sagen. Aber sonst sehen sie erstmal relativ gleich aus, mal abgesehen, dass der eine Basserflex und der andere geschlossen ist. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, ich habe die beiden da, jetzt nehmen wir die einfach auseinander und dann gucken wir mal, ob sie am Ende auch identisch sind. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier unten schon eine Matte liegen, aber ich dachte mir, wenn wir die Option schon haben, dann nehmen wir jetzt live im Video diesen Woofer einfach auseinander und gucken uns die Geschichte an. Also zuallererst brauchen wir hier einen Inbus. Mit dem können wir das Gitter hier quasi entfernen. Der Akkuschrauber ist nicht der schnellste, aber den hat ja auch schon vorgestellt. Aber für das Geld, was er kostet, ist der kleine Einhänder, muss ich sagen, absolut genial. Also ich habe den jetzt so oft zu Hause in der Werkstatt so ein bisschen schon im Einsatz. So. Dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment, die Schrauben hier zu entfernen. Ups, naja, jetzt habe ich mit der Schraube erfolgreich geworfen. Liegt sie irgendwo samt dem Sprengring? So, mal auseinandernehmen. Natürlich mega professionell hier zu Hause im Wohnzimmer auf dem Tisch. Aber ich finde das hier gemütlich. Ich habe auch keine Lust, das extra auf der Werkbank zu nehmen. Ich finde das so eigentlich angenehmer. So. Ich gehe mal davon aus, da wir hier 8 Schrauben haben mit Inbus, dass das mit Einschlagmuttern gelöst ist, von hinten, denn wir haben kein Gewinde. Die Inbus-Schrauben sind auch sehr ordentlich gefertigt, also die gehen saugend auf den Bit. Also von der Fertigungsqualität sieht das erstmal so recht gut aus. Gucken, wie das Gitter jetzt gleich von hinten aussieht. Letzte. Das haben wir erstmal hier. Aha, okay. Den Lautsprecher. Was wir hier sehen, naja, das Kabel ist ein bisschen dünn. Ja, also hier könnte man durchaus, wäre hier ein dickeres Lautsprecherkabel angebracht. Da gibt es eine kleine Taste dran, da kann man dann ein bisschen drücken und dann gehen die Kabelschuhe auch abzuziehen. Also nicht mit Gewalt, sondern alles ganz gefühlvoll. Jetzt sehen wir hier erstmal ein MDF-Gehäuse. Ja, ihr seht jetzt erstmal hier ein MDF-Gehäuse. Man hat links, rechts ein bisschen Matte reingemacht. Das ist sehr schön. Das Lautsprecherkabel, wie gesagt, ist ziemlich dünn.
Da hätte man sich können etwas mehr Mühe geben. Und ansonsten haben wir hier erstmal unser Schutzgitterchen. Ja, mit Blackmax-Beschriftung. Schönes Designgitter aus Plastik. Ist ganz okay. Lautsprecher, Schaumstoffsäcke sehen wir hier. Haben unsere Verschraubung hier. Wir haben den Blechkorb. Hier sieht man das so ein bisschen. Blechkorb. Mit hinterlüfteter Schwingspule, das ist schon mal sehr positiv. Ja. Tut ein bisschen die Belastbarkeit doch steigern, weil die Schwingspule besser gekühlt wird. Und auch eine Polkernbohrung hat er. So, und jetzt gucken wir uns natürlich auch mal den GPX350 an, denn wir wollen ja wissen, ist das derselbe, das gleiche oder wurde was verändert? Wir brauchen ein Kreuz. Was ich zuerst auch gleich erstmal sehe, der CRB300, also der geschlossene, hat ja hier oben das Gitter aufsetzen. Da hat man hier bei dem GPX350 einen Schaumstoffrand, weil der halt kein Schutzgitter hat. Und so mal gucken, ob wir den hier mit Kreuz gemütlich rausbringen. Bin gespannt, ob er so einfach rausgeht oder ob er sehr saugend eingebaut ist. Ich habe das auch nicht vorher geübt, wie das andere YouTuber machen, sondern wir machen das jetzt wirklich highlight hier bei mir im Wohnzimmer. Ohne Vorbereitung, ich habe die Schrauben noch nie rausgedreht. Wo bist du denn jetzt hier? Ach ja. Er wehrt sich ein bisschen. Jetzt kommt er. Irgendwo. Ich will das auch stehen machen, aber ich bin ehrlich gesagt gerade viel zu voll aufzustehen. Ja, komm auch jetzt hier. Wer ist doch nicht so, du Hosenscheißer. Ich drehe mal die Kiste hier, damit ich das sehe, was ich hier mache. Ja, drei noch, dann haben wir es geschafft. So, raus mit euch. Hier unten mal wieder. Die werfen wir uns hier auf die Seite. So. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob die sich irgendwie im Großteil unterscheiden oder nicht. Und ob er erstmal überhaupt rausgeht. Und er geht natürlich nicht raus. Das ist natürlich noch ein bisschen blöd, wenn die Subwoofer nicht so ganz wollen, wie sie sollen. Und mal vorsichtig hier gucken, ob man den mit der Schraube gezogen kriegen. Aber nein. Gut. Will nicht raus, nicht verzagen. Ich gehe mal Werkzeug holen. So. So, weiter geht's. Ich habe jetzt erfolgreich ein bisschen Werkzeug geholt. Und ich hoffe, das reicht schon, wenn ich jetzt hier mit dem Schlitzschraubenzieher so ein bisschen vorsichtig hinter die Kante gehe. Und ja, jetzt kommt Hebel mit Gefühl. Und dann kriegen wir ihn raus.
So, mal hier wieder die Klemmanschlüsse abmachen. Die sind auch hier wieder mit so einem Taster. Sich jetzt natürlich etwas einfacher mit dem Stützschraubendreher. Dachte ich zumindest, dass es einfacher geht. So, machen wir mal so. Zack. Und zack. Ah, so, nehmen wir das mal zur Seite. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen Spanplatte. Erstaunlicherweise Spanplatte. Mit ein paar Streben hier im Gehäuse drin. Hier irgendwo, ja, ich komme nicht ganz ran. Sieht bestimmt schön doof aus. Und hier drin sind ein paar Gehäusestreben aus MDF. Das Gehäuse grundsätzlich ist auch Spanplatte, das ist ein bisschen verwunderlich. Das heißt, das TAB300-Gehäuse aus MDF ist erstmal hochwertiger verarbeitet. Lautsprecherkabel ist das gleiche, also ist genauso dünn wie beim anderen, hat die gleichen Anschlüsse. Aber es gibt auch ein paar kleine Unterschiede. Also, und zwar, was sehen wir hier Schönes? Wir sehen erstmal, ja, dieser Schaumstoffring ist bei der Wasserflex-Version quasi verbaut und bei der geschlossenen Version haben wir diesen Schaumstoffring nicht, weil das Schutzgitter drauf sitzt. Wir haben beim, ich halte es mal so in die Kamera, hier beim GPX 350 eine Gummisicke und beim CAB 300 eine Schaumstoffsicke. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal hier noch ein paar Veränderungen, zum Beispiel der Korb ist etwas anders. Wir haben hier zum Beispiel die Zentrierspinne beim GPX 350 geht ein Stückchen hoch und dann erst rüber zum Schwingspulenträger. Und hier beim CAB 300 verläuft die Zentrierspinne komplett flach. Man sieht das auch so ein bisschen vielleicht im Video so, ich weiß es nicht, schwierig. Die Belüftung vom Korb ist auch etwas anders. Finde ich hier persönlich effizienter, ist auch größer bei der geschlossenen Version als bei der Bassreflex-Version. Ja, ansonsten ein bisschen farblich verändert, aber im Großen und Ganzen doch bei dem Blechkorb. Ich denke vom grundsätzlichen Aufbau, dass beide die 350 Watt RMS aushalten werden. Aber man hat natürlich einen Unterschied gemacht daran, dass man geschlossen so ein Wasserflex-Gehäuse hat. Die Wasserflex-Version ist natürlich belüfteter, also die Schwingspule kann besser atmen durch diesen Wasserflex-Kanal, was beim geschlossenen Gehäuse nicht der Fall ist. Der CAB 300 hat eine Schaumstoffsicke, das ist natürlich von der Langlebigkeit meistens so eine Sache, die etwas eher verschleißt. Ja, man rennt hier vielleicht von ein paar Jahren Unterschied. Also der eine hält vielleicht 10 Jahre, der andere 8 Jahre. Das ist immer so eine Sache, auch wenn man mit den Produkten umgeht. Also der GPX 350 ist auf jeden Fall erstmal der hochwertigere von der Verarbeitung. Ja. Und der CAB 300 ist aber der klanglich bessere. Wir hatten das in den Videos ja schon angesprochen. Ich finde persönlich, dass der GPX 350 ein bisschen dröhnig klingt. Die Bassreflexabstimmung gefällt mir nicht ganz so. Da finde ich die geschlossene Variante, finde ich klanglich besser. Aber durch die Schaumstoffsäcke denke ich mal, dass er ja, 30 Jahre nicht schaffen wird vom Alter. Man sieht das ja öfters, dass dann die Schaumstoffsicken bei älteren Lautsprechern zerbröselt sind. Ich denke, das könnte hier dann vielleicht irgendwann auch eintreten. Qualitativ sind sie beide gut von der Verarbeitung. Sagt der GPX 350 ein bisschen besser durch diese Gummisicke, ja, statt der Schaumstoffsicke. Klanglich persönlich würde ich trotzdem den CAB 300 vorziehen, weil die Maximallautstärke war nicht so wild der Unterschied. Also da kann man sich drüber streiten. Klanglich ist aber eben doch deutlich besser als die Bassreflex-Variante. Ja, was gibt es sonst noch nennenswert? Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Man sollte den beiden Subwoofern, wenn man sie mal offen hat, ein ordentliches Lautsprecherkabel gönnen. Ich sag mal so 2,5 Quadrat OFC-Kupferkabel sollte man schon verwenden oder 4 Quadrat wären besser, damit dieser Klingeldraht rausfliegt. Das ist nicht ganz so schön. Ansonsten, ja, sind halt Einsteiger-Subwoofer, Low-Budget-Subwoofer. Wie gesagt, meine Empfehlung: CAB 300, GPX 350 geht vielleicht ein dB lauter, 1,5 dB lauter, aber dröhnt mir persönlich zu sehr. Mir ein bisschen zu unangenehm. Ich denke, das reicht an der Stelle. Wenn ihr Fragen zu den beiden habt, könnt ihr sie stellen. Ich habe sie ja erstmal dastehen. Ich werde ein bisschen was probieren damit. Ich denke mal, ich werde den mal hier in ein anderes Gehäuse setzen. Mal gucken, was er da kann. Einfach aus Neugier, weil ich sie sehr eh ausgebaut. Und ich denke, da kommt dann bestimmt noch mal ein Video in die Tage dazu. Ja, so. Ich denke, reicht. Ich gehe dann langsam so auf die Mittagspause zu. Wenn ihr das Video seht, ist vermutlich schon Nachmittag. Aber bei mir ist jetzt ja 11.09 Uhr. Gut, ich würde sagen, danke euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über eure Kommentare freuen. Gerne dürft ihr auch den Kanal teilen und ein bisschen bewerben. Ist ganz wichtig für mich. Und ich sage erstmal danke und ciao. Bis zum nächsten Mal.